Annette von Droste-Hülshoff am Turm. Ich stehe auf hohem Balkone am Turm, umstrichen vom schreienden Stare, und lass gleich einer Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. Wilder Geselle, o toller Fant, ich möchte dich kräftig umschlingen und Sehne an Sehne, zwei Schritte vom Rand, auf Tod und Leben dann ringen. Und drunten seh ich am Strand, so frisch wie spielende Doggen, die Wellen sich tummeln rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flockenschnellen. O, springen möchte ich hinein alsbald, recht in die tobende Meute, und jagen durch den korallenen Wald das Walross, die lustige Beute. Und drüben seh ich ein Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte, seh auf und nieder den Kiel sich drehen von meiner luftigen Warte. O, sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff, das Steuerruder ergreifen und zischend über das brandende Riff wie eine Seemöwe streifen. Wär ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wär ich ein Mann, doch mindestens nur, so würde der Himmel mir raten. Nun muss ich sitzen, so fein und klar, gleich einem artigen Kinde, und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Liebe Freundinnen der Poesie, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Selmas Poesiealbum, diesmal mit dem Gedicht Am Turme von Annette von Droste-Hülshoff. Dieses Gedicht besteht aus 4 Strophen und es erzählt uns ein interessantes Setting und eine interessante Gedankenreise. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. In der ersten Strophe beginnt es mit Ich stehe auf hohem Balkone am Turm. Da haben wir sofort ein Bild. Hoher Balkon, Turm, das wirkt für uns vielleicht ein bisschen märchenhaft. Wir denken an ein Schlösschen, das einen Turm hat. Ein Bauernhaus oder ein normales bürgerliches Wohnhaus hat eher keinen Turm. Also sehen wir schon so eine adelige Umgebung und da am Turm steht dieses Ich. Wer dieses Ich ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber da steht jemand am Turm, umstrichen vom schreienden Stare. Da schreit der Star und es gibt einen Sturm. Das kommt dann im dritten Vers. Lass gleich einer Menade den Sturm mir wühlen im flatternden Haare. Und jetzt wissen wir etwas über diese Person. Und zwar, sie vergleicht sich mit einer Menade. Die Menaden, das sind die Begleiterinnen des Dionysos, die meistens dargestellt werden als rasende Frauen im Drogenrausch, die alles platt machen, was sich ihnen in den Weg stellt. Frauen, die sich mit Efeukränzen schmücken, wilde Pelze tragen und durch die wilde Natur streifen und wenig Rücksicht nehmen und wenig Manieren kennen. Und dieser Vergleich, der ist eigentlich schon ein wichtiger Schlüssel für dieses Gedicht. Also hier steht eine Frau und lässt sich den Sturm durch die flatternden Haare wühlen. Und wir befinden uns im 19. Jahrhundert und da ist das doch ein bisschen gewagt. Ein Bild, das wir sicher nicht sehr häufig sehen, dass Frauen da auf Türmen rumstehen und den Sturm sich im Haar wühlen lassen. Eine weitere Assoziation mit diesem Turm ist natürlich auch Rapunzel. Das ist auch so eine Frau mit langen Haaren. Und die ist ja in diesem Turm eigentlich eingesperrt. Und der Turm schließt sie aus von der menschlichen Gesellschaft. Und das ist auch ein bisschen eine Assoziation, die sich hier in diesem Gedicht aufdrängt. Also, unsere Protagonistin steht auf dem Turm, lässt sich diesen Sturm durch die Haare wühlen, und dazu sage ich auch noch gleich was. Und dann spricht sie diesen Sturm direkt an. Sie nennt ihn einen wilden Gesellen, einen tollen Fant. Der Fant ist ein junger Mann, also der Sturm als
junger, wilder Mann, ein stürmischer Mann, ich möchte dich kräftig umschlingen und zwei Schritte vom Rand auf Tod und Leben dann ringen. Sie möchte mit diesem Pfand kämpfen, sie möchte in den Nahkampf gehen. Das ist sehr, sehr körperlich und da gibt es auch eine erotische Komponente, diese Vorstellung, mit einem jungen Mann auf Tod und Leben zu ringen und den da kräftig zu umschlingen. Das ist durchaus auch eine sehr sexuell konnotierte Fantasie. Und das sehen wir gleich in dieser ersten Strophe. Dann lässt sie ihren Blick schweifen und geht weg von diesem Sturm, der da ist, und geht hinunter zu einem Strand. Also da gibt es offensichtlich einen Strand und wir sehen schon, unser Schlösschen mit dem Turm steht also an einem Gewässer und dort spielen die Wellen. Sie tummeln sich rings mit Geklaff und Gezisch und glänzende Flockenschnellen. Das passt natürlich zu diesem Sturm. Der Sturm peitscht die Wellen auf und jetzt sagt sie, oh, springen möchte ich hinein alsbald recht in die tobende Meute. Das würde man sich jetzt auch wieder nicht erwarten. Man würde von einer adeligen Dame, wie Annette von Droste-Hülshoff eine war, die in einem Schlösschen wohnt, von der würde man erwarten, wenn es stürmt, dass die ins Haus hineingeht und alle Fenster und Türen wohl verschließt und sich vielleicht an den Ofen setzt und in die Decke hineinkuschelt. Davon ist unsere Protagonistin hier weit entfernt. Sie möchte hinaus ins Getümmel, sie möchte in diesen Sturm hinein, sie möchte in diese Wellen hinein und sie möchte das Walross, die lustige Beute, jagen. Und auch hier wieder, sie schreckt vor nichts zurück. In der ersten Strophe fantasiert sie von einem Kampf auf Leben und Tod. Etwas sehr Tollkühnes, etwas sehr Wagemutiges, letzten Endes auch etwas sehr, sehr Männliches. Ich möchte ringen, ich möchte jagen. Und dieses Bild setzt sich fort in der zweiten Strophe und in der dritten Strophe wird sie dann noch konkreter. Da sieht sie ein Wimpel wehen, so keck wie eine Standarte. Da sieht sie also offensichtlich ein Schiff, das in diesen tosenden Wellen hin und her geschlagen wird. Und sie möchte in diesem kämpfenden Schiff das Steuerruder ergreifen. Sie möchte in diesem tosenden Sturm mitten durchfahren und sie möchte Kapitän sein. Sie möchte die Führung übernehmen und wie eine Seemöwe über das brandende Riff schweifen. Also wir sehen hier eine Frau, die sehr Frauen untypische Wünsche hegt und diese Wünsche unterstreicht sie mit Ausrufen. Oh, oh, springen möchte ich hinein alsbald. Dann, oh, toller Pfand. Oh, sitzen möchte ich im kämpfenden Schiff. Immer diese Ausrufe. Oh, da möchte ich hin, das möchte ich machen, da möchte ich dabei sein. Und in der letzten Strophe kommt dann dieser Wunsch, wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück noch von einem Soldaten. Und wir wissen, sie ist es nicht, sie ist ein feines Fräulein in einem hohen Turm eingesperrt, eben wie Rapunzel, und sie kann das nicht machen. Wäre ich ein Mann, doch mindestens nur. Wir sehen also, was ihr Problem ist. Sie ist eine Frau und deswegen kann sie diese tollkühnen, diese waghalsigen Träume nicht umsetzen. Sie muss sitzen, so fein und klar, wie ein Kind. Sie hat keine Autonomie, sie ist fremdbestimmt, sie muss gehorchen und darf nur heimlich lösen mein Haar und lassen es flattern im Winde. Und dieses, die Haare lösen, ist ihre einzige mögliche Rebellion. Und nicht einmal die kann sie öffentlich machen. Sie muss es nur heimlich tun. Sie kann nur rebellieren, wenn es keiner merkt. Und die Geschichte mit den Haaren sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen näher betrachten. Da haben wir dieses Bild von den Mänaden mit ihren wilden Mähnen, die der Sturm durchwühlt. Und wenn wir uns Annette von Droste von Hülshoff anschauen, und es gibt mehrere Bilder von ihr, es gibt gemalte Bilder, die ihre Schwester gemalt hat, es gibt auch eine Daguerreotypie von ihr, also auch eine Art Fotografie von ihr. Und da sehen wir sie immer mit einer sehr, sehr strengen Frisur, die Haare streng zurückgekämmt, gebändigt, da ist nichts mit flattern lassen. Und diese strengen Frisuren, wer schon mal so eine strenge Frisur getragen hat, die machen auch Kopfschmerzen. Das sind Frisuren, die sich nicht angenehm tragen. Und so eine Frisur zu lösen, das ist befreiend und das beschreibt sie hier auch. Daneben werden Haare natürlich auch
allgemein mit Vitalität, mit Lebenskraft und auch mit einer sehr archaischen Energie in Verbindung gebracht. Da brauchen wir nur an Samson zu denken, diese biblische Gestalt, die aus ihren Haaren ihre Kraft bezieht. Und diese entfesselten, wilden, gelösten Haare stehen auch für einen freien, entfesselten Geist, der seine Lebenskraft austoben kann. Und das ist hier dieser Wunsch und das ist hier dieses Bild. Ich stehe am Turm, lass meine Haare frei, lass meine Ideen schweifen. Und wenn wir das Leben von Annette von Droste-Hülshoff ein bisschen kennen, dann wissen wir, diese Frau musste sich immer den Konventionen beugen, sie musste dem Katholizismus ihrer Familie folgen, sie musste sehr viel als Krankenpflegerin einspringen, sie war selbst sehr krank, sie konnte ihre Kunst nur bis zu einem bestimmten Grad ausleben, als Musikerin und Komponistin zum Beispiel konnte sie nie wirklich einen Durchbruch erreichen, das war in der damaligen Zeit natürlich sehr, sehr schwierig. Auch als Dichterin hat sie ihre Anerkennung eigentlich erst posthum so wirklich bekommen. Heute gilt sie als eine der ganz großen Dichterinnen des 19. Jahrhunderts, aber zu ihren Lebzeiten musste sie eben brav wie ein Kind, wie ein unmündiger Mensch sich fremdbestimmen lassen und das beklagt sie hier in dieser Fantasie und wir sehen, sie hätte sich so viel mehr gewünscht, sie hätte so viel mehr ausleben wollen und so blieb es ihr letztlich nur vergönnt, es in einer Fantasie, in ihrer Poesie auszuleben und wir können mit ihr am Turme stehen, mit ihr das Walross jagen und wir können vielleicht auch daran denken, dass es Frauen wie sie waren, die letztendlich auch mit ihren Fantasien, mit ihren Gedichten dazu beigetragen haben, dass diese Idee der weiblichen Freiheit sich letzten Endes dann doch durchsetzen konnte.